Ihr wart beschränkt, ne? Ja. So. Wovon habe ich mich jetzt bei Yoki ablenken lassen? Ich wollte diese kleinen Alien-Artefakt-Teile bauen. Und dafür hatten wir eine Maschine gebaut, nämlich das Ding. Und du stehst die jetzt hoffentlich her? Nee, du brauchst die Alien-Artefakte und machst daraus Unicomp. Und wie geht das andersrum? Du machst aus allem Unicomp. Also wir können alles, also ein paar Sachen, zerlegen zu diesem Unicomp A2. Und dann könnten wir in einer anderen Fabrik aus dem Unicomp A2 wieder andere Sachen herstellen. Nee, warte. Du verbrauchst jetzt Unicomp A2, richtig? Nein. Du brauchst immer noch Alien-Artefakte. Liquid Unicomp. Das heißt, wir könnten jetzt aus Dirty Copper Ore Unicomp machen. Das will ich aber. Wir könnten aus Kohle. Achso, ich muss auf die Symbole unten achten. Genau, jetzt machen wir aus Kohle Unicomp. Das heißt, wenn wir da jetzt 200 Kohle reinschmeißen, macht er daraus mir Unicomp. Und ich kann keine Goldmodule benutzen, also kann ich da auch nichts verdoppeln oder dergleichen. Allerdings haben wir schon eine Einrichtung, die das macht. Das brauchen wir also nicht. Was ich bräuchte, wäre so ein geschwungener Pfeil wie hier, der dann zu so einem blauen Ding da zeigt. Es noch nicht. Was machen die hier? So, die machen das dann, die stellen das her. Die machen das da weg. Ja. Neo-Ticks. Was zum Geier sind Neo-Ticks? Ultra-Wire. Also es scheint nicht das Gebäude zu sein. Gut. Nehmen wir das nächste Gebäude. Ein Outpost Mining Drill. Bräuchte Burner Mining Drills. Gib mir bitte Steine. Da. Aber ja, ein Outpost Mining Drill, das klingt fast gar nicht mal so schlecht. Brauche nochmal einen davon. Dass man das vielleicht irgendwo ausgrabungsarchäologentechnisch finden muss. Diese Artefakte, diese Fragmente. Kann man es bei euch vielleicht auch einstellen? Nö, ihr könnt nur Dreck machen. Man konnte Dreck aber auch filtern. Also quasi sieben und gucken, ob da irgendwas Interessantes drin ist. Allerdings auch in irgendeiner Maschine, die ich noch nicht wirklich gut kenne. Achso, Special Drill war jetzt der, den wir da haben. Den brauchen wir nicht mehr. So. Wo ist das Ding? Was macht der Alien Infuser eigentlich? Achso, das war das Ding, was ich da hinten gebaut hatte. Infused Mud. Instable. Das können wir auch schon mal hier vorbereiten für irgendwann später, falls wir es mal brauchen. Aber nein, ich suche gerade das, was ich eben gebaut habe. Und zwar sollte das sein, so ein M-artig aussehen. Ist das da? Worauf setze ich dich? Ah, hier drauf. Okay. Du brauchst Treibstoff. Du stellst einfach Unicomp her. Ja, ist jetzt nicht so wirklich interessant. Also, du siehst toll aus und so mit der Animation, aber dafür haben wir andere Mining Drills. Nee, komm. Hast auch nicht das gemacht, was ich gerne hätte. Wir könnten die ganzen Standarddinge einmal durchgehen. Also die PSCs, Ws und das da. Einfach irgendwo hinstellen und bei jedem mal gucken, ob es da Rezepte gibt, die wir brauchen könnten. Schmeiß währenddessen die ganzen alten Fabriken mal weg. So, 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 so. So, ein C. Ein P.
Ms fehlen noch. Da. So, das ist ein ganz normaler Mining Drill, nur mit einer größeren Reichweite. Ja. Okay. Du hast... Oh, was haben wir da? Search Alien Data Fragments. Tada! Sehr schön. Das heißt, wir brauchen einen Washer dafür. Haben wir hier noch irgendwas an tollen neuen Sachen, die wir übersehen haben? Coal Dust. Nein. Okay, also Washer. Wir brauchen mehr Washer. Washer, Washer. Und mal da und dahin und du machst jetzt was? Toxic Dust. Nein. Du machst Search Data Fragments. Und zwar Shift rechts, Shift links. So rum. Und dann schmeißt du die in dieselbe Kiste? Nee, schmeißt du daneben in die Kiste. So und so. Darfst du Gottmodule? Ja, darfst du. Sehr schön. Dann bräuchten wir jetzt nochmal zwei davon. Und ihr braucht noch eine Kiste, die das Dreckzeug von oben anfordert. Von da. Also machen wir mal dahin und dahin. Und ihr hättet einfach ganz gerne Dreck. Nicht contaminated Dreck, sondern guten Dreck. Aber keine 5000, verdammt normal. Hier, 100. Danke. Stecken ganz schön hoch, die Drecksachen hier. Und hier brauchen wir unbedingt ein paar Beacons zwischen, sonst kommen wir da nicht hinterher. Also macht dum, 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 dum. Bisschen Speed hier. Und wir brauchen dann auch schnellere Ärmchen, um das schneller rauszulegen. Und das Ärmchen kommt hinterher. Gute Idee. Achso. Reinleg-Ärmchen wäre vielleicht auch noch ganz nett. Und die Wassergeschichte. Flupp und flupp. Wasser, Wasser. Braucht anscheinend ziemlich viel Wasser, bevor er anfängt zu arbeiten. Oh. Oh. Das ist nicht gut. Wir brauchen einen Abfluss. Okay, machen wir das so. Ein wenig anders als geplant, aber gut. Passen nicht nebeneinander. Das ist ärgerlich. Egal, mach's so. Wasser, Wasser. Und da bräuchten wir jeweils hier noch einmal eine Void Pipe da. Und eine Void Pipe da. Und wir brauchen schnellere Reinlegärmchen, sehe ich gerade. Die kommen nicht hinterher. So. Wir kriegen Stein. Oh oh. Wir kriegen Stein. Okay. Nächstes Problem. Wir brauchen eine Zerstörkiste. Ich hatte schon mal mir überlegt gehabt, dass ich gerne eine Zerstörkiste hätte. Hab den Gedanken aber nicht wirklich weiterverfolgen können, weil ich mich durch andere Sachen habe ablenken lassen. Gab es da sowas? Ich bin mir nicht sicher, dass ich irgendwas in den Kommentaren gelesen hatte. Wenn, dann müsste es hier in der Nähe sein von der Void Pipe, aber... Das heißt, wir müssten hier raus eine lila Kiste machen, hm? Und immer wieder alles mit Stein zugemüllt. Und es mangelt jetzt echt am Wasser. Mach hier mal mehr Speed. Und haben wir noch ein Beacon? Jetzt noch ein Beacon dahin. Du Speed. Haben wir jetzt genug Wasser? Schaut so aus. Okay. Ja, wir werden irgendwann zu viel haben. Zu viel Stein. Aber das ist okay. Das heißt, ich mache hier raus jetzt lila Kisten. Und muss mir später eine Situation überlegen, wie ich den Stein loswerde. Ich könnte... Ja, da ist Yuki auch wieder ganz praktisch. Weil wir können jetzt ja Stein umwandeln zu diesem Unicomp. Und aus dem Unicomp wieder was anderes machen. Ganz viele Trainingseinheiten inzwischen. Ganz viele davon. Mach mal ein paar mehr davon. So. Forschung. Ja.
Robot Charging Pad MK4 bauen. Research meine ich. So, also das läuft, das läuft, das läuft. Wir haben jetzt also Zugriff zu diesen kleinen Alien Data Fragments. Da wir jetzt Zugriff haben auf die kleinen Alien... Gott sei Dank schnell. Alien Data Fragments, können wir jetzt die beiden Sachen bauen. Und mit den beiden Sachen können wir dann, wenn ich mich nicht irre, dieses AQE was auch immer bauen. Und damit sollten wir dann die Sachen haben, die wir brauchen hierfür. Für das Trade Note. Da fehlt momentan das Leica Gate. Und das Leica Gate braucht dieses AQI-Ding. Wo auch immer es war. Wo ist das Leica Gate da? Genau, dafür fehlt nur noch das AQI-Accumulator. Und für den, den wir übrigens nur in einem von denen hier herstellen konnten. Richtig. Das heißt, wir bräuchten noch einen von den Atomic Quantum, was auch immer. Habe ich davon einen? Davon brauche ich noch einen. Nein, brauchen wir noch Machine Frames. Zack. So. Das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Atomic Quantum Composer. Damit bauen wir dann den AQE und mit dem AQE bauen wir den Rest. Und dann klappt das hoffentlich mit dem Handeln auch so, wie ich mir das gedacht habe. Und dann können wir alles an unnötigen Ressourcen und Facehuggern und noch anderen Waffeneinheiten denn einfach ins All blasen, kriegen dafür irgendwie Geld und können uns damit Sachen holen, die wir sonst nicht so bekommen. Was wegen dem Shadow Mod Pack nicht so wirklich viel sein wird, weil wir können ja alles replizieren und ähnliches. Das heißt, der Teil von dem Yuoki Mod wäre wesentlich interessanter, wenn man halt nur mit Vanilla zusammenspielt. Also Vanilla plus Yuoki. Das sollte dann so ziemlich alles abdecken. Und auch wesentlich gebalanceter sein. Weil momentan umgehe ich recht viel von dem Mod durch, zum Beispiel die Void Pipes oder die Phantom Pipes. Weil normalerweise müsste man diese Flüssigkeit halt erstmal reinigen, um dann davon noch andere Produkte zu bekommen und dann die wieder in den Kreislauf bringen und so weiter. Wäre dann ähnlich interessant und komplex wie bei Ditec damals. Als es mit der Schlacke anfing. Das war ja ein Riesenaufwand, das Eisenerz zu säubern und so weiter. Da habe ich mich richtig aufgeregt. Aber ich fand es auch richtig schick, weil man sich halt wesentlich mehr Gedanken machen musste. Man ballert nicht einfach irgendwo nur einen Drill hin und den Schmelzofen und ist fertig, sondern man muss halt auch mit den ganzen Abfallprodukten klarkommen. Und mit den Pumpen, da waren die Pumpen zu langsam und das ist alles weggefallen in den letzten Ditec-Versionen. Zumindest die, die hier im Shadow Mod Pack mit drin sind. Da waren die Pumpen gar nicht mehr nötig. Also wir haben jetzt in der ganzen Playlist, glaube ich, keine einzige Pumpe setzen müssen, jedenfalls nicht wirklich, um den Abfluss schneller hinzubekommen von irgendwelchen Flüssigkeiten. Also, nächste Folge, oder nächste Folgen, die Sachen hier ordentlich aufbauen, dann den hier. Den hier einstellen, dass das AQE-Ding bauen soll, dann das Leica-Gate wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Fabrik hinbauen und dann den Trading Post. Das für die nächste Folge und... Warte. Und warum brauche ich... Was fehlt da? Speedmodule. Okay, das stelle ich noch kurz ein. Speedmodule 3. Und weiterhin unsere Schulterpanzer bauen, denn ich hätte es irgendwann ganz gerne so, dass die Schulterpanzer in der Lage sind, alles an Gegnern wegzudackern, was nicht mindestens ein König oder eine Königin ist. Damit ich wirklich einfach nur eine Basis reinlaufen muss und die Schulterpanzer machen alles, außer es spawnt halt was Großes. Und das verlangsamen wir dann wahrscheinlich und lassen es einfach stehen. Damit ich so recht schnell an die Alien-Artefakte komme. Also das ist die eine Sache, Yuoki zu Ende, die Schulterpanzer zu Ende. Und immer noch einen Blick auf die Gottmodule haben, was da so produziert wird. Weil sobald wir den ersten Schwung so an 20 Gott 3 Modulen haben, sollten wir unbedingt die Alien-Artefakt-Produktion damit versehen. Damit wir auch schnell wieder an die Latränke kommen. Wo momentan mache ich nur Forschung des Forschens halber, nicht weil ich es wirklich brauche. Einfach nur, um hier ein bisschen übersichtlich alles zu haben. Zum Beispiel bessere Pumpjacks. Go. Das, ja. Also die Gottmodule 3. Und eine Sache wollte ich hier unten auch noch gucken. Ich weiß noch nicht mehr, was es war. Irgendwas war hier unten noch. Das muss mir auch noch einfallen. Also bis gleich.